Nachfolgeregelung, und das gehört man auch immer wieder, ist eine sehr grosse Herausforderung, weil natürlich ein Unternehmen, ich bin jetzt über 30 Jahre dabei, hat das wesentlich geprägt. Und da habe ich sehr viel Inputs bekommen über das, was ich an der Uni St. Gallen respektive im CFB mitbekommen habe. Die Inputs, die dort laufen, sind natürlich schon enorm wichtig. Und es ist weniger etwas, wo man sagt, jetzt das Meeting oder der Event ist wahnsinnig interessant. Es ist wirklich, glaube ich, das Gros, wo man nachhaltig sich immer wieder zusammensetzt und Themen wieder aufspricht, die man eigentlich gar nicht mehr als Risiko anschaut. Ja, das ist natürlich schon etwas Angenehmes, wenn man dort plötzlich in einem Plenum hockt und mit den bekannten Firmen zusammensitzt und sagt, oh, die haben genau, egal ob grösser oder kleiner, genau die gleichen Probleme. Und auf dieser Basis kann man die Sachen andiskutieren. Die Fragestellungen, die wir damals bei diesem Generationenwechsel speziell angeschaut haben, ist, mein Vater hat dann das Geschäft schon übergeben. Wir haben das Nachfolgemodell eigentlich schon definiert, als wir da mit St. Gallen ins Gespräch gekommen sind. Und wir haben geschaut, wie ist das wahrgenommen worden von den anderen Mitarbeitern. Dazu haben wir eine kleine Studie gemacht und wir waren sehr mit uns beschäftigt. Wir haben damals die Aussicht, noch ein bisschen, also die Sicht von den anderen, noch ein bisschen können, abholen. Da gibt es Themen von Integration von der nächsten Generation. Das sind Hauptthemen. Dann, wie sich Familien organisieren im Bereich von Informationsfluss, von der rechtlichen Struktur her. Da gibt es eigentlich sehr viele Austauschmöglichkeiten. Die Tradition hat einen hohen Stellenwert in einem Familienunternehmen. Und wichtig ist auch, dass man gleichzeitig eine Kultur der Kreativität fördert. Und das war ein Thema, das wir auch mit Herrn Zellweger und mit anderen Mitgliedern von dem Family Business Center haben diskutiert. Wie bleibt man als Familienunternehmer sehr kreativ und wahrt doch Kontinuität? Lagerte Problem sind natürlich einfach die Ausbildungsmöglichkeiten, die bei mir zwischendrin ein bisschen zu kurz gekommen sind, wo ich eigentlich schaurig genossen habe, wieder ein bisschen die Schulbank zu drucken und einmal Informationen überzukommen, wie man es heute macht. Und halt vor 30 Jahren hat man es noch ein bisschen anders gewesen. Ich finde es interessant, dass man vor 10, 20 Jahren oder bevor jetzt das CFB angefangen hat, dass es geheißen hat, ja, das Familienunternehmen im Internetzeitalter ist ein bisschen ein Auslaufmodell. Und hat man doch festgestellt, nein, es kann auch sehr viel Wert schöpfen. Man hat da finanzielle Kennzahlen und man sieht, dass Familienunternehmen eben nicht weniger erfolgreich sind als andere, wenn sie es richtig machen. Und das finde ich auch sehr wichtig, solche Informationen zu bekommen. Das tut einem auch ermutigen, weiterzumachen. Man braucht immer in einer Welt, die immer schwieriger wird, wird immer komplexer, auch manchmal ein bisschen Ermutigung.